Servus und moin! Ja, es gibt wieder eine Runde StarCraft 2 mit dem Multibären, wieder gegen Protoss. Mirror Matches muss ich auf jeden Fall üben. Beim letzten Mal wurden wir natürlich von Fliegern überrascht, deswegen hoffen, dass es diesmal nicht wieder passiert. Wir stellen es denn diesmal dann wirklich doch einen Stalker in die Eggoline. Eigentlich hätten wir das Spiel theoretisch beim letzten Mal gewinnen müssen, weil. Er hat ein Doppelgate-Opening gemacht, er hatte eine One-Gate-Opening gemacht. Und einfach verschenkt. Aber es ist meistens so, dass man durch die eigenen Fehler meistens verliert. Nicht durch Fehler von anderen, sondern durch die eigenen. Da kommt der Sonder vom Gegner. Genau wie meine. Ich möchte aber noch nicht das Gas nehmen. Ach komm, wir nehmen es doch schon. Okay. Ja. Eure Sorgen werden angegriffen. Ey. Eure Sonden werden angegriffen. Na ja, gut, das hat ihn auch genauso viel gekostet. Er hat kein Geld. Ja, er hatte seine Sonde auch verloren. Das ist ja die Frage. Wie ihr verlangt. Jetzt ist halt die Frage, was tun? Doppelstalker Opening. Und diesmal nehmen wir auch Swapgate-Upgrade mit, weil wir das letzte Mal beim Terraner gegen den Terraner gespielt haben, haben wir es echt vergessen. Wir nehmen auf jeden Fall jetzt eine Echse. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Warum haben wir denn eine Pylone? Da kommen die Adepten, zwei Stück. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Kalt ist die Leere. Das ist euer Beginn. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Wir sind eins mit dem Schatten. Ihr seid auf mich angewiesen. Ich bin das Herz der Finsternis. Eure Sonden werden angegriffen. Sehr. Ja, da hören wir nicht auf. Ich nehme jetzt eine Echse. Kommt ein Stalker runter. Na, warum sammeln die nicht? Ich bin hier. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin die Stimme. Das kotzt auf die anderen beiden. Ihr seid auf mich angewiesen. Notfalls können wir wieder hochlatschen. Was ist euer Beginn? Keine Echse? Befehlt. Forschung abgeschlossen. Ich bin hier in den Schatten. Akku, wir sind eins in den Schatten. Oh, ein Void. Ja, gehen wir gleich wieder zurück.
Könnte auch ein Orakel dann noch kommen. Aber ein bisschen Schaden haben wir gemacht, also das Schlimme ist jetzt nicht. Er hat nicht genug Schaden gemacht, er baut jetzt Voids. Dann gehen wir direkt auf Temper. Und dann auf Arcans. Obwohl, wir können auch Dark Templar mal probieren. Und sofort Blink. Und bauen uns auf jeden Fall noch ein paar Luftabwehrtürmchen in die Ecoline. Lass uns auf jeden Fall nicht aus dem Konzept bringen. Ob schon eine Echse hat. Und wie viel Voids? Okay, hat auf jeden Fall eine Roro. Das ist natürlich nicht gut. Aber wir haben gleich Blink. Ich sehne mich nach dem Kampf. So, wir machen noch oben. Ich komme. Was verlangt ihr von mir? Ich komme. So, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Truppen. Das steht ja für mich mal fest. Und eine Robo. Da kommt wohl jemand. Faszinierend. Clever. Ich bin die Klinge. GG! Das ging aber schnell. Das hat auch schnell aufgegeben. Spulen nochmal zurück und gucken mal, ob wir hätten wir das gewonnen. Was hat dann gehabt? Drei Voids, ein paar Unsterbliche und ein paar Stalker. Wir hatten Stalker mit Blink, ein paar Dark Templar. Ja, hat auf jeden Fall keine Chance mehr gehabt. Ja, würde ich sagen, Dark Templar sind es im PvP. War eine gute Entscheidung, Dark Templar zu nehmen, anstatt High Templar. Na gut, da hätte ich jetzt ein paar Archons gehabt, das wäre auch ganz gut gewesen. Ich denke mal, noch ein paar Bersen wären ganz gut gewesen, die hätte ich reinstreuen müssen. Hätte vielleicht, na gut, ich hatte, wie gesagt, Blink, hat er Blink? Das weiß ich gar nicht. Blink? Nein, hat er nicht. Oder sieht man das? Das sieht man. Moment. Ne, er hat keinen Blink, definitiv keinen Blink gehabt. Hat auch nicht mehr viel Worker, also da waren wir auf jeden Fall weit vorne. Da würde ich sagen, ja. Haben gewonnen und bis dahin, tschö tschö, euer Multibär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Multibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal, euer Multibär. Tschö tschö.